Das ist nett, aber... Vergiss es, ich habe nichts gesagt. Nick? Ich nehme dein Angebot gerne an. Wie, Sie wollen, dass ich Ihnen die Stadt zeige? Ja. Soll Ihr Schaden nicht sein. Ich bin nicht klein, nicht? Ja, Süße. Dann hast du ja jetzt freie Bahn bei deinem großen Schwarm. Und du? Pass auf, dass sie dich nicht zwischen den Matten vernascht. So verknallt, wie die ist, bringt sie das glatt fertig. Sag nichts. Angst, die gleichen Fehler nochmal zu machen. Einmal reicht. Sollen wir morgen Abend beim Essen nochmal drüber reden? Ich hole dich ab, okay? Okay. Wie sieht sie denn aus? Deine Geschäftsfrau. Sie ist nicht meine Geschäftsfrau. Sie sieht also gut aus, ja? Sie ist schlank, sportlich, intelligent und sehr charmant. Scheint dich ja sehr beeindruckt zu haben. Nein, eigentlich nicht. Aber immerhin habe ich ein paar Stunden mit ihr verbracht. Und da lernt man sich so gut kennen? Ich habe ihr nur die Stadt gezeigt, mehr nicht. 150 Mark, ziemlich teure Sightseeing-Tour. Ist doch nicht dein Geld. Nein, aber mein Freund, den sie sich damit gekauft hat. Du glaubst ja nicht im Ernst, ich würde mit einer Frau ins Bett gehen für Geld. Nein, ich... Oh Mann, Heino, die wollte doch garantiert mehr von dir. Ja, was sie vielleicht will und was sie dann kriegt, sind zwei Paar Stiefel. Okay? Ich bin blöd, stimmt's? Was, du bist sehr süß, wenn du eifersüchtig bist. Ich bin gar nicht mehr eifersüchtig. B weiß es. So, das große, süße Frühstück für euch zwei Süßen. Mhm. Die Butter, Kirschmarmelade, Honig. Danke, Sascha. Und hier noch Aprikosen. Ja, danke schön. Oh, jetzt mach nicht so ein Gesicht. Hauptsache ist doch, dass diese Natascha aufgeflogen ist. Ja, und ich stehe total blöd da. Wieso? Bloß weil du in Daniel verliebt bist? Als sie das vor allem gesagt hat, das war so peinlich. Bestimmt lacht jetzt der halbe Kurs über mich. Und auch Daniel. Wenn er das macht, dann würde ich mir zweimal überlegen, ob ich mit so einem überhaupt zusammen sein will. Ich will ihn aber. Ja, dann sei froh, dass er jetzt Bescheid weiß. Nein, ich wollte ihm das sagen.
Wann? Nachdem ihn dir jemand anderes vor der Nase weggeschnappt hat? Wenn ich weiß, dass er mich auch will. Jetzt weiß er es aber, also musst du deine Taktik ändern. Oder auch nicht. Wieso? Naja, Daniel hat rausgefunden, dass Natascha gelogen hat. Warum sollte er ihr ausgerechnet jetzt glauben? Da ist allerdings was dran. Na, hab ich's gesagt oder nicht? Ihr beide wart längst überfällig. Jetzt mal langsam, wir sind noch nicht so weit. Das will ich auch hoffen. Millie und ich haben nämlich keine Lust, das Schlafzimmer wieder zu räumen. Du Blödmann. Erstmal kommt die Aussprache. Verstehst du? Reden. Bei Kerzenschein, Geigen, Kellnern und anderen Gästen. Ach komm, der Laden ist so vornehm, die hören bestimmt dezent weg. Ja, ich habe auch erst gedacht, der ist nur noch mal zu groß. Aber diesmal will ich alles richtig machen. Ein Kuss reicht einfach nicht. Naja, das kommt auf den Kuss an. Es war nur ein Anfang. Jetzt reden wir. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, aber dann könnte man über eine ausgefallene Hochzeitsreise nachdenken. Dazu musst du erst mal ja sagen. Ich meine rein kirchentechnisch gesehen. Ja. Sonst noch was? Ja. Steht hier nicht. Fenster? Mhm. Guten Morgen. Hallo, Heino. Hi. Schick, aber steht dir nicht. Jedenfalls bin ich heilfroh, dass Steffi und ich wieder normal miteinander reden können. Ja, nicht nur du. Und dieser Bereich hat hier seine Entsprechung. Was hältst du davon? Na, sieht gut aus. Guten Morgen! Guten Morgen ist gut. Hallo, Steffi. Ich hab geschlafen wie ein Murmeltier. Erst dachte ich, ich schlafe überhaupt nicht ein, aber dann... Das nächste Mal kannst du mich zur Hilfe rufen. Ja, stimmt. In deiner Gegenwart schlafe ich sofort ein. Ich hab dich gewarnt, leg dich nicht mit ihr an. Solltest du öfters tragen. Steht dir gut. Dankeschön. Was denn, kein Kontra? Nee, dazu bin ich zu gut gelaunt. Und davon sollten auch deine Mitarbeiter was haben. Warte mal. Also. Ja, hier fehlt ein Billardtisch zur Entspannung. Eine Dartscheibe war auch nicht schlecht. Ja, und ein Flipper. Ja, hey, das ist mein Büro, mein neues, und keine Spielhölle. Ja, aber guck doch mal, da muss man... Jetzt sofort die Finger davon. Erika, hilf mir. Mama, du glaubst nicht, was passiert ist. Was ist denn los mit dir? Das fragen wir uns allerdings auch. Haltet euch fest. Nick und ich haben uns geküsst. Was? Ja. Hey, was hat der alte Arno gesagt? Und heute Abend gehen wir essen. Ach, da freust du dich, was? Ich gratuliere. Dieser Nick hat wirklich Glück. Aber wenn es schon wieder knallt, gehen wir essen. Okay, aber überleg schon mal, wie du den Abend ohne mich umkriegst. Glaubst du wirklich, Steffi, guck, was du anhast? Nee. Und warum denn der Aufstand? Weil der Abend ist was Besonderes, Heino. Da will ich nicht rumlaufen wie... Naja, wie sonst halt. Aber du bist doch sowieso immer schick angezogen. Also, um das zu toppen, müsstest du schon im Smoking antanzen. Hey, das ist ein guter Tipp, Toppe. Für dich immer noch Herr Toppe. Jetzt dreht dein Bruder total durch. Er will heute Abend tatsächlich im Smoking antanzen. Lass ihn doch, wenn es ihm Spaß macht. Spaß? Also ich stell's mir nur unbequem vor. Am Hofe von Anstetten wird doch bestimmt immer förmliche Kleidung verlangt, oder? Wie läuft's eigentlich mit Kathi? Zoff? Ach, eigentlich nicht, aber ich konnte ja klar machen, dass der kleine Nebenverdienst nicht so tragisch war. Du arbeitest wieder an der Tanke? Besser. Ich habe einer Frau Düsseldorf gezeigt. 150 Mark in 2 Stunden. Für eine Stadtrundfahrt. Wieso glaubt jeder, dass sowas gleich im Bett endet? Ich bin mit Kathi zusammen, da mach ich doch nicht mit einer anderen rum. Und schon gar nicht für Geld. Wo ich es gut brauchen könnte. Mein Fluglehrer bekommt ja auch nur noch 20.000 Mark von mir. Hier stimmt's, Lina. Oh, danke. Du, sehen wir uns heute Abend? Ja, klar. Und bloß nicht locker lassen. Klar. Ciao. Ciao. Lina? Wann hat Daniel wieder Schicht? Du stellst Fragen. Oh, heute nicht mehr. Die anderen Tage müsste ich mal nachschauen. Tust du mir den Gefallen? Überredet. Dankeschön. Ja.
ein Zufall. Natascha, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich je wiedersehe. Den Gefallen tue ich dir nicht, Herzchen. Wenn du dich blamieren möchtest, ich habe damit kein Problem. Jetzt hör mir klar, mal gut zu. Alles klar mit euch? Was möchtest du trinken? Nichts, danke. Okay. Wenn du glaubst, du bekommst Daniel kampflos, dann hast du dich geschnitten. Sag mal, was machst du eigentlich so mit deiner freien Zeit? Jetzt, wo du aus dem Kurs rausgeflogen bist. Auf diesen Kindergarten kann ich gut verzichten. Und ich auf dich. Ich habe noch immer gekriegt, was ich wollte. Mhm. So, Daniel Schichten. Und, passt es? Ja, wunderbar. Guten Tag. Guten Tag. Ich suche Herrn Toppe, Heino Toppe. Der arbeitet doch hier. Ja, und Sie haben Glück, er ist auch da. Ja, Frau Dorn. Wir hatten uns doch auf Eva geeinigt. Ja, richtig. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Und um es kurz zu machen, ich möchte Sie. Ihre kleine Stadtführung hat mir gefallen. Und jetzt suche ich jemanden, der mich auf eine Vernissage begleitet. Gegen entsprechende Vergütung, versteht sich. Ja, ich weiß nicht. Meine Kundin, Entschuldigung. Geht mein Outfit denn in Ordnung? Mhm. Ja, gut, gut. Kleinen Moment noch. Kann ich mir das mal ausleihen? Klar, wenn es sich glücklich macht. Was sage ich denn, falls Katja anruft? Sag ihr, dass ich geschäftlich unterwegs bin. Können wir? Ja. Wo will Heino denn hin? Geld verdienen. Oder sowas ähnliches. Aha. Wow, nobel. Wolltest du nicht nur mit Steffi reden? Ja, das kann man ja wohl auch im Smoking, oder? Zu. Immer noch nicht. Warte, so ein Haar. Fertig. Steffi, du siehst umwerfend aus. Für die Queen. Tolles Kompliment. Nick wird es die Sprache verschlagen. Hoffentlich nicht. Wir wollen uns doch aussprechen. Dann viel Glück. Danke. Auf die Minute. Ich gehe schon. Nein, mach du doch lieber auf. Nick? Guten Abend, Erika. Ist Steffi noch oben? Ich bin fertig. Du siehst großartig aus. Danke. Du auch. Entschuldigung. Philipp Brandner. Nick Prozeski, guten Abend. Brandner? Wollen wir? Ja, von mir aus kann's losgehen. Viel Spaß und viel Erfolg. Danke. Tschüss. 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 Hallo, unsere Werbung ist zurück. Dieser attraktive Begleiter wurde ausgestattet von Contour. Vielen Dank nochmal für das Jackett. Kein Problem. Aber jetzt erzähl doch mal bitte, wie machst du das? Was? Deinen Job. Wieso kommt so eine Frau ausgerechnet zu dir? Tja, Uli, also da gibt es viele Gründe. Ja, aber Blindheit und totale Verzweiflung ist mal ausgeschlossen. Sehr witzig. Okay, du hast Humor. Was noch? Schulden. Aber nicht mehr lange, so wie die dich angeguckt hat. Also was soll das denn schon wieder heißen? Heino, die kommt wieder, garantiert. Schön wär's, ich könnte das Geld gut brauchen. Sieht Kathi das mit deinem Job genauso nüchtern? Also ich hab doch nichts mit dieser Frau. Das ist aber keine Antwort auf meine Frage. Naja, sie braucht nicht unbedingt davon zu wissen. Okay, von mir erfährt sie natürlich kein Wort.
Gefällt's dir hier? Ja. Du hast wirklich nicht übertrieben. Die Vorspeise war super. Finde ich auch. Wir hätten viel früher schon hierher gehen sollen. Zum Glück haben wir es überhaupt geschafft. Ich habe den ganzen Tag in der Umkleidekabine verbracht. Und ich in meinem Zimmer. Hat sich aber gelohnt. Danke. Hoffentlich trifft das auch für den restlichen Abend zu. Also, mein Gefühl sagt mir... Dennis? Hast du nach dem Unfall wirklich nichts mehr von ihm gehört? Nein. Dennis ist kein Thema mehr. Gefallen dir noch Rosen? Ja. Entschuldigung. Ich nehme sie alle. Schmeckt's? Hast du nix Brick gesehen, als er vorher stand? Mhm. Ich schätze, wenn jetzt keine weiteren Katastrophen passieren, dann müssten die beiden eigentlich wieder zusammenfinden. Hallo. Hallo. Was war dein Eindruck? Die zwei passen gut zusammen. Gibst du mir mal den Käse? Ah, klar. Geh schon. Daniel. Hi. Hi. Was willst du hier? Ich hatte zufällig in der Gegend zu tun. Da ist mir die hier über den Weg gelaufen. Ich wollte dir gestern Abend noch was sagen. Ja? Du kannst natürlich wieder in unserem Kurs mitmachen, wenn du willst. Ja, super, klar. Wobei, Natascha hat doch jedem erzählt, dass ich was von dir will. Die reden bestimmt alle darüber. Lass sie doch. Meine erste Regel als Übungsleiter lautet sowieso, fang niemals was mit einer Kursteilnehmerin an. Das gibt nur Ärger. Dass du mir noch eine Chance gibst, nach allem, was ich mir geleistet habe. Es lag ja nicht nur an dir. Schönes Restaurant. Ja. Tolles Lokal. Ich finde es schön, dass wir hier sind. Finde ich auch. Gibt's was Neues? Nein, alles unverändert. Und bei dir? Auch alles okay. Möchtest du noch irgendwas? Nein, danke. Tja, dann zahle ich mal. Gehen wir noch was trinken? Irgendwo. Ich muss morgen früh raus. Ein andermal? Ja, kein Problem. Könnten Sie mir vielleicht Düsseldorf zeigen? Privatgespräche sind mir leider untersagt. Ach so, ich suche etwas Großes, Dunkelhaariges. Haben Sie sowas da? Was darf es denn kosten? Sagen wir mal 2 Küsse. Also für 3 hätten wir was im Angebot. Gut überredet. Sehr gute Wahl. Nur leider muss dein Schnäppchen gleich wieder ins New Limits. Muss das sein? Also, ich behalte Überraschungen ja eigentlich für mich. Aber ich habe heute Abend frei. Echt? Dann gehen wir ins Kino. Oder nee, doch lieber essen. Nee, ins Kino, ins Kino. Pass auf, ich komme heute Abend zu dir und dann besprechen wir, wo wir hingehen, okay? Gute Idee. Tschüss. Tschüss. Hallo? Haben Sie Feierabend? Hier. Danke. Och, ich verstehe das nicht.
Erst ist er so lieb und bringt mir eine Blume. Und dann bringt er so einen Scheißspruch. Und das hat er so gesagt? Ja. Ach, jetzt sag bloß, du lässt dich von irgendwelchen Prinzipien beeindrucken. Bin ich jetzt eine Kursteilnehmerin oder nicht? Ja. Dann kann ich Daniel vergessen. Oder du trittst aus. Das kann ich nicht. Wenn du in Daniels Nähe sein willst, dann musst du eben warten, bis der Kurs vorbei ist. Bis dahin ist er bestimmt nicht mehr solo. Langsam fällt mir auch nichts mehr ein. Verstehst du jetzt, in welcher verzwickten Lage ich bin? Unsinn! Wenn Daniel in dich verliebt ist, dann vergisst er doch seine Bedenken auf der Stelle. Daniel steht zu seinem Wort. Willst du ihn, ja oder nein? Ja. Dann freu dich doch, dass du wieder in seinem Kurs bist. Und an derselben Uni. Ich weiß sogar, welche Schichten er im No Limits hat. So gefällt es mir schon viel besser. Ich mir auch. Ohne Sie wäre diese Vernissage ein glatter Reinfall gewesen. Sie können jederzeit auf mich zählen. Deshalb bin ich hier. Sie haben Ausstrahlung, gute Manieren, Humor. Sie haben mich ja sehr gut beobachtet. Na, besser gesagt, getestet. Ja, keine Sorge, Sie haben bestanden. Mit Bravour sogar. Danke, aber was meinten Sie mit getestet? Ich betreibe einen Escort-Service und würde Sie gerne engagieren. Als professionellen Damenbegleiter. Was? Ich soll als Callboy arbeiten? Ja, das war ein schöner Abend. Danke für die Einladung. Schon okay. Also dann... Gute Nacht. Gute Nacht. Warte. Hier, deine Ruhe. Mach's gut. Ich... Der Abend hat mir wirklich sehr viel bedeutet. Ja. Mir auch. Geh nicht.